Lieber Klaus Weinert, herzlich willkommen. Sie sind Gründer und Geschäftsführer der Control-IT, Unternehmensberatung, und kümmern sich seit 25 Jahren um das Thema Digitalisierung. Wo stehen wir in der Immobilienbranche, die ja nicht bekannt ist für Hochgradigkeit der Digitalisierung momentan? Also wir sind relativ weit, weil wir reden alle drüber. Das ist ja erstmal schon mal ein großer Vorteil. Ich habe das vorhin im Panel schon mal gesagt. Meine Definition von Digitalisierung ist, morgen mehr Geld verdienen. Und ich denke, dass sich langsam abzeichnet, dass eine Reihe von diesen neuen Technologien, neuen Produkten tatsächlich auch diesem Anspruch gerecht werden. Was wir jetzt im nächsten Schritt machen müssen, diese Dinge sind jetzt im Einsatz bei Kunden und Clients. Was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist, dass wir diese unterschiedlichen Lösungen besser und höher integrieren. Und das ist auch die große neue Herausforderung. Und das ist, was wir vor allen Dingen mit dem integrieren, was wir heute oder was wir schon lange im Einsatz haben. Und dass wir auch das, was wir schon lange im Einsatz haben, ERP-Systeme, Property-Management-Systeme, Asset- und Portfolio-Management-Systeme, daraufhin optimieren, dass man nicht versucht, alles abzudecken, sondern eben mit diesen wirklich coolen und intelligenten Teillösungen zu verbinden und damit auch neue Dinge in solche etablierten Lösungen zu integrieren. Alle sprechen von Effizienzvorteilen durch Digitalisierung. Stimmt das überhaupt? Kann man das erreichen? Ich meine, Sie machen ja als Controller die Asset Management Software. Was kann man da zum Beispiel als Beispiel auch an Sparen an Geld durch diese Digitalisierung? Also mehr Informationen, bessere Informationen sind immer bessere Investmententscheidungen, sind immer mehr aus Rendite aus bestehenden Investments rausholen. Einfach deshalb, weil man mehr früher über Dinge informiert ist oder bessere Transparenz hat, dass man besser seine Pläne mit dem tatsächlichen Ist abgleichen kann und so weiter. Ich denke schon, dass das dazu führt, dass man am Ende damit mehr Geld verdienen kann. Und deshalb meine Definition von Digitalisierung, zukünftig mehr Geld verdienen, auch für solche Lösungen heute schon gilt. Und wir sind da nicht ganz weit, aber wir sind auch nicht völlig am Anfang. Und wie gesagt, wenn alle schon daran arbeiten, das zu tun, ist das schon an sich ein Wert. Jetzt spricht die ganze Branche auch was zum Thema künstliche Intelligenz. Wo geht es hin zukünftig? Brauchen wir zukünftig noch Asset Manager oder was kann Digitalisierung wirklich leisten auch? Also ich bin fest davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz seinen Platz hat. Ich habe vorhin schon das Beispiel gebracht, dass wir an einem PropTech auch beteiligt sind, mit dem es schafft, einfach eine beliebige Mieterliste in eine standardisierte Struktur unter Nutzung von künstlicher Intelligenz zu bringen. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die auf jeden Fall möglich ist. Gleiches wird es geben für heute langweilige, arbeitsaufwendige Prozesse, die man durch solche automatisierten Prozesse, Bots, KI-basierte Systeme deutlich verbessern und vereinfachen kann. Und ich glaube, dass das auch auf jeden Fall kommen wird. Der Umgang mit Dokumenten wird ein anderer sein und als er heute noch ist. Es wird weniger Papier geben. Es wird alles viel, viel integrierter, einfacher, direkter und effizienter laufen. Und da ist auf jeden Fall die Zukunft auch unserer Branche drin.